Die Wettershow. Und da darf ich Sie gleich wieder mitnehmen durch eine kleine Reise nach Österreich. Wir starten in Wildschönau und Sie sehen, dort geht die Sonne schön auf. Aber die nächsten Tage, vor allem der morgige Dienstag, der verspricht richtig heiß zu werden. Davon ist in Annaberg noch nicht viel zu sehen. Sie sehen hier noch ein paar Wolken, die auch heute österreichweit immer wieder auftauchen werden. Das tut aber der Schönheit der Gegend keinen Abbruch. Und wenn Sie einen Ausflug nach Wolfsberg unternehmen möchten, da sehen Sie schon hier, wie es dort gerade aussieht. Da ist es auf jeden Fall eine Reise wert für alle die, die am heutigen Montag nicht arbeiten müssen. Und auch nach Bad Gastein werfen wir einen Blick. Und ich habe es vorher schon gesagt, morgen Dienstag, da wird es richtig heiß in Teilen Österreichs. Und es wird schon jetzt davor gewarnt, dass es vor allem auch im Westen dann zu zahlreichen Niederschlägen und Unwettern kommen kann. Und das haben wir auch in den letzten Tagen immer wieder erlebt. Auch hier in Gmunden wirkt alles sehr, sehr schön und friedlich. Und man möchte gar nicht meinen, dass das Wetter ab und zu so und so mitspielt. Dann werfen wir einen Blick auf die Österreich-Karte. Madrid wieder unter 30 Grad, 28 in Paris, nur 23, London mit 21, Bukarest 28, Rom 29 und Wien, absolut heißeste Stadt hier auf unserer Karte, nämlich mit 32 Grad. Ein Blick auf die Österreich-Karte offenbart es uns. Es zieht gerade im Westen hier sehr viele Wolken durch. Es wird zwar nicht allzu viel regnen, aber vereinzelt kann es doch in höheren Lagen auch zu Niederschlag kommen. Aber es ist überall heiß. Innsbruck sogar 33 Grad, Graz mit 33 Grad. Also heute heißt es sicher schwitzen. Im Westen in den nächsten Tagen, es wird etwas mehr Abkühlung durch Regen geben, aber im Grunde 33 Grad in den nächsten zwei Tagen. Im Osten bleibt es durchschnittlich etwas kühler, aber es wird schon wirklich eine große Herausforderung, auch in den nächsten zwei Tagen mit dieser großen Hitze umzugehen. In den nächsten sieben Tagen, es gibt Abkühlung hier auf alle Fälle durch den Regen im Westen. Darauf muss der Osten ein bisschen warten, immerhin noch 25 Grad am Mittwoch durch den Regen, aber dann am Freitag gibt es ein bisschen mehr Abkühlung und da heißt es unbedingt, das auch ausnutzen und die Wohnung durchlüften. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause.